Hi, zum heutigen Video hat mich Instagram inspiriert und zwar finde ich das irgendwie ganz interessant zu sehen, dass es sich irgendwie so entwickelt hat, dass Mac irgendwie nur noch konzentriert auf DLEs ist. Was ich eigentlich nicht schlimm finde, weil DLEs von Mac sind halt total spannend und immer wieder neue Produkte. Aber irgendwie finde ich, ist der Fokus so ein bisschen weg von den schönen Standardprodukten, die Mac hat, also die man halt immer im Standardsortiment kaufen kann, ohne zu jagen, sich irgendwas gegenseitig zu schicken oder ganz traurig online 5 Stunden zu warten und dann ist es eh ausverkauft. Deswegen dachte ich mir, weil ich euch ja schon meine Top 10 Mac-Lippenstifte gezeigt habe aus dem Standardsortiment, falls ihr es nicht gesehen habt, verlinke ich euch das hier oben. Und ja, deswegen dachte ich mir einfach, mache ich doch mal in Anlehnung daran meine Top 10 Mac-Lidschatten, die halt auch im Standardsortiment sind. Wie auch schon bei den Lippenstiften habe ich viele, die limitiert waren. Irgendwie habe ich dann auch damals immer doch wieder viele limitierte Sachen gekauft. Aber ich werde jetzt nur 10 zeigen, die man auch so kaufen kann. Denn sonst macht das irgendwie nicht wirklich Sinn, das zu zeigen, wenn man es eh nicht mehr kaufen kann. Falls ihr aber nochmal Interesse an anderen Sachen habt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und ja, kurz zu meiner Mac-Lidschatten-Sammlung vielleicht. Ist jetzt nicht so mega riesengroß. Ich habe 2 15er-Paletten und dann habe ich noch diverse, also was heißt diverse? Ich habe noch ein 4er-Quad, dann habe ich noch 2, das eine ist auch noch eingepackt, habe ich irgendwie nicht so oft benutzt, also 2 Duos. Und dann habe ich, glaube ich, noch 5, 6 Monos, also in der schwarzen kleinen Verpackung. Die habe ich aber einfach verlegt. Das sind aber auch hoffentlich so knallige Töne. Die würden jetzt eh nicht in dieses Video kommen, weil ich die zu selten trage. Und dann habe ich noch ein ganz, ganz schönes Produkt aus dieser Winter Wonderland LE oder so von vor 3 Jahren. Das war mit dieser Schneekugel hier. Und da sind auch noch 4 Lidschatten drin und ein Blush. Der Blush ist buff. Und ja, das wären so meine MAC-Lidschatten. Und davon zeige ich euch jetzt meine Top 10. Was ich mir heute gedacht habe, ist, dass ich euch meine 10, ich sage jetzt mal, Beginner-Lidschatten zeige. Also meine neutralen Töne, die jemand benutzen kann, der vielleicht nicht so viel mit Make-up herumexperimentiert, der jetzt nicht ständig irgendwie grün oder blau oder ab und zu sogar gelben Lidschatten trägt, sondern wirklich so halt diese Standard-Alltagstöne, die ich auch ganz oft trage. Ich trage natürlich auch öfter mal ein bisschen was mehr, aber diese natürlichen Standardtöne, finde ich, sind natürlich irgendwie mehr basic und wenn man sich so eine MAC-Kollektion anlegen möchte, sind das auf jeden Fall die Töne meiner Meinung nach, die man sich zuerst zulegen sollte. Meiner Basic-Farbe überhaupt, und zwar ist das Brûlé. Brûlé ist ein matter Lidschatten, den ich sehr, sehr gerne benutze auf einem fluffigen Pinsel. Und wenn ich irgendwie ein Smoky Eye mache oder einfach nur Lidschatten oberhalb der Lidfalte verblende und mir das ein bisschen zu viel ist, ist das für mich so ein durchsichtiger Lidschatten. Der macht nicht wirklich was, also er gibt nicht wirklich die Farbe ab, sondern verblendet einfach nur alles, gibt einen ganz schönen soften Übergang, was ich einfach total an dem Lidschatten liebe. Und ich sage mal, in dieser gleichen Kategorie, das ist jetzt für mich ein Lidschatten, ist Vanilla. Und zwar Vanilla ist ein bisschen heller als Brûlé, ich blende euch das auch nochmal ein, und ist meiner Meinung nach besser für unter die Augenbraue. Brûlé ist mir da fast schon ein bisschen zu dunkel für, mag ich lieber zum Verblenden. Und Vanilla ist einfach so, so schön, weil der auch matt ist, hat einfach auch wieder erst so nicht da, aber trotzdem da. Das liebe ich an den beiden. Und wenn ich keinen Schimmer-Highlighter möchte, wie zum Beispiel Shroom unter der Augenbraue, wenn ich eh schon irgendwie viele Farben auf dem Lid habe, dann gebe ich Vanilla immer einfach unter die Augenbraue. Das komplementiert nochmal das Ganze. Das macht das ganze Auge so zusammen. Wenn man oben keinen Lidschatten drauf gibt, sieht das ab und zu ein bisschen zu harsch aus. Und ja, dafür ist Vanilla total top. Und das ist auch so bei meinen beiden, da ist eine riesengroße Kuhle drin. Ich glaube, da komme ich bald am Fändchen an. Ich bleibe mal bei den Farben so zum Verblenden, Highlighten und so weiter. Und zwar habe ich da als nächstes Rice Paper. Rice Paper habe ich auch wirklich ganz am Anfang von meiner MAC-Lidschattensammlung, sag ich mal, gekauft, weil ich ihn einfach so... Also man kann ihn für so viel einsetzen. Ich bin mittlerweile aber da angekommen, dass ich ihn nur noch für den inneren Augenwinkel benutze. Also wenn immer ich mich schminke, der ist wirklich im täglichen Einsatz, benutze ich Rice Paper für den inneren Augenwinkel. Das lässt euer Auge nochmal so ein bisschen strahlen. Viele mögen zum Beispiel auch sehr gerne Nylon benutzen. Nylon ist mir viel zu kalt und viel zu kühl. Der ist ja schon sehr weißlich. Und was ich an Rice Paper mag, dass er doch einen sehr schönen goldenen Anteil hat und meistens sowieso zu den Farben passt, die ich schminke. Klar, wenn ich was Silbernes schminke, würde ich vielleicht auch jetzt Nylon greifen, aber so für diesen Alltagslook und zu den Alltagsfarben, die ich euch zeige, finde ich, ist Rice Paper der perfekte Lidschatten für den inneren Augenwinkel.
Falls man dann doch lieber den Augenbrauenbogen ein bisschen mehr betonen möchte und nicht Vanilla nimmt, sondern wirklich doch so ein bisschen mehr Schimmer haben möchte, wirklich hier oben ein Highlight zu setzen, dann ist das für mich wirklich Shroom. Shroom ist so der perfekte oder das perfekte Highlight unter der Augenbraue. Er glitzert nicht, was ich ganz, ganz schlimm finde, wenn man sich schminkt und dann hier oben so eine Portion Glitzer hat. Mag ich gar nicht. Deswegen finde ich Shroom ganz, ganz toll, weil, wenn ihr mir das erkennen könnt, der hat so einen ganz, ganz wunderschönen Sheen. Ich finde, das ist eine Champagnerfarbe, aber weder weiß noch gold. Das ist wirklich so genau in der Mitte. Man hat einfach dieses Highlight, das hebt auch die Augenbrauen nochmal an. Aber man hat nicht wirklich das Gefühl, oh Gott, da ist hier gerade irgendwie eine Glitzerkugel unter der Augenbraue, was ich so gar nicht mag. Und deswegen erst so der perfekte Augenbrauen-Highlighter-Lidschatten überhaupt. Wir wandern jetzt mal weiter von den Highlights und so weiter zu den Farben, die man einfach als One-Shadow-Look, also als einfachen Lidschatten auf dem kompletten Augenlid auftragen kann. Und da habe ich, surprise, surprise, Satin Taupe. Das ist ja so der ultimative MAC-Lidschatten neben Club. Club ist, habe ich halt in meinem Leben eine Handvoll benutzt. Ich weiß nicht wieso, das ist irgendwie nicht so meins. Aber Satin Taupe finde ich doch wirklich sehr schön. Ist auch der einzige MAC-Lidschatten, das ist auch ein gutes Wort. Der einzige MAC-Lidschatten, bei dem ich schon das Fännchen erreicht habe. Satin Taupe ist, wie das Wort schon sagt, ein sehr schöner Taupe-Ton. Also ein Braun mit Lila gemischt. Ich finde, Satin Taupe kann einfach jeder tragen. Jede Augenfarbe, ich finde, er lässt jedes Auge so ein bisschen strahlen, weil er auch schön changiert. Sprich, je nachdem, wie das Licht einfällt, wirkt er auch nochmal anders. Und er ist halt auch so ein No-Brainer, wo man einfach nicht überlegen muss, oh, muss ich jetzt noch was in der Lidfalte verblenden oder irgendwie ich brauche 5 Lidschatten, um einen guten Look zu haben. Den aufs Auge, bisschen verblenden, kurz am unteren Wimpernkranz, fertig. Und deswegen liebe ich diesen Lidschatten so. Kommen wir jetzt mal zu einem Lidschatten, der für alle die ist, die sich wirklich nicht so trauen, in dieser Farbwelt so ein bisschen zu experimentieren und die sagen, oh, so ein Taupe-Ton, da weiß ich jetzt auch nicht so. Da finde ich Sable der absolut perfekte Ton für alle die, und die meisten mögen das ja auch und ich bin da auch absolut dabei, einfach ein schönes bronziges Augen-Make-up, ein bisschen Flush auf den Wangen und eine ganz normale dezente Lippe und fertig. Und dafür finde ich Sable der absolut perfekte Ton. Man hat nicht dieses typische Bronze, was ich finde, kann immer so, nicht langweilig ist das falsche Wort, aber das ist so, ist halt so da, ist halt so Standard. Aber ich finde, Sable hat noch so diesen Twist irgendwie. Auch hier wieder, wenn man ihn so ein bisschen im Licht changiert, er hat dann einfach so verschiedene Einschläge. Ich saß hier gerade 10 Minuten, habe überlegt, wie ich das beschreibe. Ich kann es bis jetzt nicht. Ich finde ihn einfach sehr, sehr speziell. Man muss ihn vielleicht einmal gesehen haben, aber wirklich jeder, der ihn hat, der liebt ihn total. Und das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Farbe. Wenn ich schon über den ultimativen One-Shadow-Look rede, darf natürlich nicht fehlen Woodwink. Weil ich finde, gerade ist es immer so schön, wenn man Farben findet, die aussehen, als ob man viel Zeit investiert hätte. Als ob man wirklich so total aufwendig bla 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 irgendwas gemacht hat. Aber im Endeffekt hat man nur 3 Minuten da gesessen, ein bisschen was verwendet, ein bisschen was unten rauf und fertig raus aus der Tür. Und genau das macht Woodwinked. Er ist einfach, weil er sehr viele verschiedene Dimensionen in sich hat, ist er genau das. Man hat ihn aufgetragen, das ist so eine Mischung aus Braun, ein bisschen Gold. Und dann, sobald man ihn aber dreht, ich habe mittlerweile schon meine Hände zugeswatcht, sobald man ihn mittlerweile dreht, verändert er sich einfach in so ganz leichtes Orange, aber eher so ein bisschen Kupfer. Also es ist kein Orange, sondern es ist eher wirklich so ein Kupferton, der dann vielleicht so ein bisschen mehr Rotanteil hat. Wenn man ihn aber dreht, hat er doch wieder ein bisschen mehr Orange. Dann geht er doch wieder ins Braune. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Farbe zu erklären, aber schaut ihn euch definitiv mal an, wenn man gerade so ein bisschen mehr was auf seinem Auge zeigen möchte, aber wie gesagt keine Zeit investieren möchte. Absolut top. Wer mich kennt, weiß, dass ich Sin von Urban Decay absolut vergöttere. Es ist für mich der wunderschönste Lidschatten auf dem ganzen Planeten. Und so diese ganze Farbwelt in dieser Rose Gold, so ein bisschen rosa, so ein bisschen Champagner. Oh, es ist einfach, es erwärmt mein Herz. Und jetzt habe ich hier so verschiedene gehabt, so All That Glitters. Jetzt habe ich natürlich, All That Glitters, Naked Lunch, Yeast. So diese ganze Farbfamilie ist da so in dieser gleichen Ecke und ich konnte mich nicht entscheiden, aber ich habe mich jetzt doch für Yeast entschieden, weil das einfach auch wieder so meinem Sinn-Schema entspricht. Das ist wirklich so ein Lidschatten,
da muss man gar nichts machen. Also den kann man einfach so schön aufs Lid auftragen. Man sieht frisch aus, man hat aber keinerlei tiefe Farbe auf seinem Auge. So wenn man zum Beispiel Sable tragen würde, das wäre ja schon so eine kleine, so ein Mini-Statement. Hier hat man gar kein Statement. Das ist einfach sehr, sehr schön frisch. Man hat trotzdem dieses Roséfarben, dieses Schimmerige, dieses, ich finde, es ein sehr, sehr edler Lidschatten. Er wirkt jetzt nicht einfach so darauf geglitzert. Und ja, hier ist es einfach so hübsch. Oh, wow. Oh, ich liebe ihn. Also, ja. Im besten Fall hat man dann noch so ein, zwei matte, neutrale Töne in seiner Palette, um einfach in der Lidfalte ein bisschen zu arbeiten, um da einfach so ein bisschen mehr Dimension und Kontur reinzubringen. Muss man natürlich nicht machen, man kann auch einfach nur einen schimmerigen Lidschatten tragen. Aber wenn man gerade vielleicht noch matte Töne trägt, zum Beispiel Brûlé auf dem ganzen Lid oder so, was man auch machen kann, nur um wirklich so ein bisschen auszuebnen, finde ich es immer sehr schön, noch ganz leicht was in die Lidfalte zu geben. Und da habe ich einmal Wedge. Wedge ist wirklich für die, die es ganz, ganz leicht, dezent, soft mögen. Und Wedge ist ein sehr, sehr helles Schokobraun, also wirklich ein ganz, ganz leichter, fast schon Karamellton. Und er ist sehr leicht aufzutragen. Ich bin, wie ihr vielleicht merkt, habe ich schon relativ viele matte Lidschatten, aber ich finde, die matten Lidschatten sind so ein bisschen schwieriger zu verarbeiten als die schimmerigen, was ja immer der Fall ist, aber mittlerweile habe ich auch so ein paar matte, die wirklich ziemlich, ziemlich weit oben im Ranking so sind. Aber ich finde, Wedge ist auf jeden Fall einer von MAC, der jetzt nicht so bröckelig ist, da habt ihr nicht viel Fallout. Und er gibt bei jedem Make-up immer noch eine schöne kleine Dimension dazu. Und ja, deswegen finde ich ihn so als absoluter Basic-Ton sehr, sehr wichtig. Sobald es etwas kälter wird, packe ich Sketch aus. Sketch ist so für mich der absolute Herbstton. Sobald man so ein bisschen mehr in diese Burgundy-Richtung geht, einfach so ein bisschen mehr dieses Grungy-Make-up macht, was ich mache, sobald es kalt wird, absolut sofort. Grungy-Look, Sketch, so ein bisschen Constructivist, Paintpot von MAC und oh Gott, das ist so schön. Und ja, deswegen, dieser Lidschatten muss absolut hier rein. Ich finde ihn so sehr speziell, weil er ist so eine Mischung aus Lila und so einem Burgundy, aber auch Braun. Also wenn man jetzt Lila hört, denkt man sich, oh mein Gott, total irgendwie, nein, das kann ich nicht tragen. Aber man kann Sketch ganz leicht in der Lidfalte ausblenden. Da hat man nicht wirklich die Farbe so sehr da. Man kann es aber auch auf dem Lid auftragen, vielleicht ein bisschen was Helleres im vorderen Drittel des Auges. Ich finde, man kann ihn so, so viel einsetzen. Man kann ihn aber auch einfach nur unten am Wimpernkranz ausblenden, wenn man zum Beispiel Yeast aufgetragen hat. Yeast und Sketch passen auch super schön zusammen. Und das mag ich irgendwie gerne, wenn man dann so einen Lidschatten hat, den man total dramatisch tragen kann, aber auch so ganz leicht zurückgenommen. Und ja, er hat halt auch diesen Twist, dieses ganz leicht lila Pflaume, was ich ja auch gerade in der kalten Jahreszeit super, super schön finde. Und ja, Sketch ist auch, finde ich, obwohl er so ein bisschen was anderes ist, doch auf jeden Fall ein schöner Basic-Ton. Jetzt habe ich noch einen Blendeton für alle diejenigen, die es vielleicht etwas dramatischer mögen, die vielleicht Woodring tragen oder Malch, also einfach so ein bisschen was an tieferen Tönen. Da braucht man natürlich auch vielleicht ein bisschen eine tiefere Farbe in der Lidfalte, aber das ist natürlich immer alles, wie man es mag. Und da habe ich Embark. Das ist dieser Ton hier oben. Hätte ich ihn damals nicht in dieser Palette gekauft, hätte ich ihn mir definitiv nochmal als einzelnen Refill gekauft, weil ich ihn, wobei das überlege ich immer noch, weil sonst muss ich immer die Palette rumschleppen. Das ist ein sehr, sehr dunkles, schokotiefes Braun. Was ich aber schön finde, ist, er ist nicht zu braun. Man sieht immer noch, dass es ein Braun ist, weil ich persönlich mag nicht so gerne schwarzen Lidschatten. Es sei denn, ich mache so ganz extrem mit Winged Eyeliner oder so. Aber so für jeden Tag finde ich einfach Braun viel, viel tragbarer. Und gerade weil er auch matt ist, ist es ab und zu, finde ich, schwierig, so bei dunklen Tönen, dass sie einem nicht zu chalky sind, also nicht zu bröckelig. Er ist super, super angenehm cremig in der Textur. Man muss wirklich aufpassen, dass man nicht zu viel benutzt, weil man dann schnell so einen braunen Fleck da hat. Ja, aber er ist wirklich so für ein schönes, definiertes, braunes Smoky Eye total perfekt oder für jeden anderen Look, den man machen möchte. Und vor allem unter den Wimpernkranz ein absoluter Traum. Die Paletten sind jetzt etwas leerer geworden und ich habe die Top 10 Marker erreicht. Ich würde gerne noch über ganz viele andere Farben sprechen, aber ich habe gesagt, ich zeige euch 10 Basic-Töne. Vielleicht sind die für euch nicht basic, für mich sind die relativ basic. Deswegen lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, was sind so eure Basic-Töne von MAC oder was ist so allgemein euer Top
Absolut top, MAC Lidschatten. Das würde mich sehr interessieren, weil ich immer auf der Suche bin nach neuen Farben. Man kann ja nie genug haben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was euer Top MAC Lidschatten ist. Und dann würde ich sagen, gehe ich für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Falls ihr bis dahin noch mit mir irgendwie schreiben wollt, könnt ihr mir gerne bei Facebook mich kontaktieren oder bei Twitter oder bei Instagram, was ihr möchtet. Ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt und ich antworte auch immer zurück, auch wenn das ab und zu vielleicht 2-3 Tage dauert, aber ich freue mich wirklich total, total über jede Nachricht von euch und bis ganz bald. Ciao!